Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Fabian Unterreger live im Studio. Und Fabian, zuerst mal Auslosung heute natürlich. Wir erfahren, wer gegen die Schweizer an der Fußball-WM zu Russland spielt. Kurz der Modus oder vier Töpfe. Die Schweiz im zweiten Topf. Jedem von den 8 Teams aus dem ersten Topf wird das Team aus den Töpfen 2, 3 und 4 zugelassen. Es gibt also genau 8 Vierergruppen, weil 32 Nationen dabei sind. 4 Töpfe, 8x4 Mannschaften, 5x5 wäre 20. Nicht einfach das alles, gell, Baschi? 20, ja. Nazi-Trainer Wladimir Petkovic, der Captain Stefan Lichtsteiner, hat ja gesagt, er wünsche sich Deutschland als Gegner. Wenn wir wollen Meister Welt werden, wir müssen gegen jede Mannschaft gewinnen. Moment, Weltmeister, die Schweiz, excuse, aber gegen Nordirland sind wir fast eingefuset. Also im Fußballrausch sind wir nicht gesehen. Ja, ist eine neue Taktik von der Mannschaft National. Wollen wir alle mit unseren Spiel einschläfern. Wenn wir gerne 8 Millionen vor dem Fernseher zum Einschlafen bringen, warum nicht 11 Deutsche auf dem Feld? Hat etwas natürlich. Apropos Einschläfer und Schlaftabletten als so eine, betiteln ein paar Kritiker der neue SRF-Ski-Experte Marc Girardelli. Nur gerade 3 Rennen hat er begleitet, schon vor der einigen Absetzung. Sportkollege Rainer Maria Salzgeber, was ist los bei SRF Sport? Ja, das ist doch einfach unglaublich, versteht in dem SRF, denn niemand nabis vom Sport, ausser dem Fußball natürlich, gell? Wie, was niemand? Nein, ich meine, der Girardelli ist ja ein lieber Sieg, gell? Aber er kommentiert ist kein Rennen ja nur als Nabo-Beschäftigung über Skype, gell? Während er, dass er mit dem Hund geht, laufen, darum sagt er so wenig. Was über Skype, während dem, dass er mit dem Hund voraus ist, das gibt's ja gar nicht. Ja, nein, natürlich nicht. Kleiner Scherz, gell? Er kommentiert über Skype und sitzt bei sich im Keller auf einem Hometrainer. Sachen gibt's. Ja, ich frage mich schon, wieso sich unsere Eidgenossen am Moorgarten und in Sempach so geopfert haben, wenn am Schluss ein Habsburger, der schöne Schweizer Volkssport, Skifahren kommentiert. Ui, gerade so, Politberater Christoph Mörgeli, also ja. Ich warte nur darauf, dass der nächste Schwingerkönig aus Eritrea kommt und im Sagmal-Ring bald Burka-Pflicht herrscht, verstehen Sie? Also, Herr Mörgeli, wir sind da mit Eingangs auf Fanszeit, erwarte ich von euch ein bisschen Mäßigung heiter fahren. Was haben wir noch für Themen diese Woche gehabt, wo ein bisschen etwas zu aufregen? Ich weiss nicht. Bali, Vulkan, nicht so erfreulich. Budgetdebatte, Nationalrat, eher zech da. In England wird Viagra 2018 rezeptfrei. Grüner Nationalrat Bastian Giro. Ja. Die sind bis jetzt eher still gewesen heute. Ja, es sind auch keine ökologisch relevanten Themen dabei gewesen, außer der geistigen Umweltverschmutzung vom Herrn Mörgeli. Ja, aber jetzt eben zu dieser Viagra-Freigabe zu England. Ja, wir Grünen freuen uns gar nicht. Von jedem Medikament, das rezeptfrei ist, landen Rückstände von diesen Substanzen gefährlich in unseren Gewässern und in Trinkwasser. Gut, ich meine so, im Zürichsee steht immer die Kokainrückstände. Mal ein bisschen Viagra, sagen wir mal, das ist harmlos. Ja, nein, also nein. In Norwegen ist auch schon Viagra im Wasser. Und achtet euch mal drauf, viele Fischstäbchen bleiben euch auch nach 3 Stunden auftauen. Steinhart. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.